Santa Cruz de Yagavila, ein sabotegisches Dorf mitten in den Bergen des Bundesstaates Oaxaca im Süden Mexikos. Wenn am Sonntag früh zum Gottesdienst geläutet wird, ist bald das ganze Dorf auf den Beinen. Etwa 130 Familien leben hier. Prozessionen und Umzüge sind beliebt in Yagavila, wie alles, was die Gemeinsamkeit der Dorfbewohner fördert. Auch wenn Frauen und Männer in der Kirche getrennte Plätze haben, das Zusammenleben im Dorf ist gemeinsames Anliegen. Eine Frau trägt die Lesung vor, Natividad Sanchez, die Katechistin und rechte Hand des Priesters. Ein Herzstück des Gottesdienstes, die Gabenbereitung. Die kleinen Geldbeträge, die die Gläubigen hinlegen, sind dennoch viel wert. Denn an Geld fehlt es überall. Die Menschen hungern nicht, aber sie sind arm. Der Gottesdienst ist heute besonders feierlich. Autoritates, der Dorfvorsteher und sein Team, sind für ein Jahr gewählt worden und haben den Pfarrer Padre Pablo um seinen Segen gebeten. Die Selbstverwaltung, Autonomie, ist ein unaufgehbares Wesensmerkmal des Indiodorfes. Wer gewählt wird, übernimmt kein leichtes Amt. Drinnen wird die katholische Messe gefeiert. Gleich vor der Kirchentür aber steht die Darstellung eines Wettergottes, der bei großer Dürre übergossen wird, damit es regnet. Für Strom ist gesorgt, für Wasser muss man manchmal selber sorgen. Padre Pablo, ein Missionar aus Irland, nimmt es gelassen. Er sieht keinen Konflikt mit der katholischen Lehre. Sie glauben ja an den einen Gott, der über allem steht. Die Heiligen in der Kirche repräsentieren Gott und in gewisser Weise tun das auch die alten Götterbilder. Sie wissen schon, dass die nicht Gott sind. Auch das Trinken kann eine heilige Handlung sein. Chingare, der Zuckerrohrschnaps, ist bei allen Festlichkeiten dabei. Genauso wie die Blasmusik, Philharmonie genannt. Alkohol in Maßen genossen ist ein Mittel, mit Gott zu kommunizieren, sagt die Tradition. Sie feiern gern, aber eher still, niemals ausgelassen. In traditionellen Tänzen erzählen die Sapoteken von Yagavila ihr Leben. Arm sind sie, aber das Selbstvertrauen haben sie nicht verloren. Die neun Dörfer des Tales haben sich zusammengeschlossen, um gegenüber der Regierung, die sie nicht hören will, stärker auftreten zu können. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir die Ureinwohner sind, die ersten Siedler dieses Landes, lange bevor der mexikanische Staat gegründet wurde. Gespräch mit den Dorfältesten von Yagavila. Sie tragen Sorge um die Tradition und haben derzeit großen Kummer. Wir alle Bewohner von Santa Cruz de Yagavila wünschen uns sehr, dass unser Altar in der Kirche renoviert wird. Der Hochaltar ist wurmstichig und vom Zerfall bedroht. Etwa 2000 Dollar fehlen, um ihn zu restaurieren, eine Summe, die von den Dorfbewohnern nicht aufzubringen ist. Die Regierung, erzählen sie, hört nicht auf sie, weil sie Indios sind. Das ist das Haus, in dem wir um alles bitten, was wir brauchen. Um Bohnen, Mais, Kaffee. Um ein gutes Leben für die Familien im Dorf. Wir meinen, dass wir unbedingt den Altar restaurieren müssen. Sonst verlieren wir das Erbe der Väter. Wenn wir es nicht schaffen, ihn zu restaurieren, dann wird er zerfallen. Das Erbe der Väter. Die Tradition muss bewahrt werden. Sprache, Bräuche, Religion. Die Sapoteken wollen ihr eigenes nicht verlieren und es ihren Kindern mitgeben, die täglich zum Morgenappell in der staatlichen Schule antreten. Gleich neben der Schule hat Padre Pablo seinen Arbeitsplatz. Auch er hat sich der Traditionspflege verschrieben
und ein Wörterbuch mit Verben des regionalen sabotekischen Dialekts verfasst. Neben seinen seelsorglichen Aufgaben unterstützt der Padre die Dorfgemeinschaft aus Spendengeldern, vor allem bei Rechtsstreitigkeiten und bei der medizinischen Versorgung. Strom, Wasser, alles kostet Geld. Wollen, bekommen sie keinen fairen Preis dafür. Die Kinder brauchen Schuluniformen und Schulbücher, aber sie haben kein Geld, weil sie fast nichts verdienen. Und das, obwohl Händler ins Dorf kommen, um den Kaffee zu kaufen. Dabei ist die Arbeit in dem steilen Gelände sehr mühsam. Das Land gehört dem ganzen Dorf gemeinsam und wird zur Bearbeitung an die Familien zugeteilt. Alles muss zu Fuß transportiert werden. Und es braucht viele Arbeitsgänge, bis etwa der Kaffee fertig ist. Markus und Natividad Sanchez stehen gemeinsam als Katechisten dem Priester zur Seite. Zu Hause sieht die Tradition aber Arbeitsteilung vor. Männer bauen die Häuser und arbeiten auf dem Feld. Frauen sind vor allem für die Hausarbeit zuständig. Sie allein können die berühmten Maisfladen, die Tortillas, zubereiten. Natividad Sanchez hat noch eine andere wichtige Aufgabe. Sie ist die Heilerin des Dorfes und leitet eine vom Padre unterstützte kleine medizinische Station. Ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass wir nicht verlernen, was unsere Väter über die Naturmedizin herausgefunden haben. Gott hat uns die ganze Natur gegeben. Und ich weiß auch, dass Gott es ist, der mir die Kraft gibt, mit der ich meinen Brüdern und Schwestern, den Patienten, helfen kann. Gegenseitige Hilfe ist im ganzen Dorf die Devise. Mehrere Tage pro Jahr arbeiten die Männer unentgeltlich für die Gemeinschaft. Die Autoridades, die Vertreter der Dorfbehörde, die sich mit wichtigen Mitteilungen per Lautsprecher an die Dorfbewohner wenden, werden jeweils für ein Jahr gewählt. Auch sie verrichten ihren Dienst ehrenamtlich und dennoch mit größtem Einsatz. Viele Pläne freilich, wie der Neubau eines Gemeindehauses, scheitern am Geld. Am allermeisten brauchen wir finanzielle Hilfe. Die Bewohner haben keine Möglichkeiten und die Regierung hilft uns nicht. Trotz aller Armut, schau, sagt einer, unser Leben ist viel schöner als das Leben in der Stadt. Wir haben unser eigenes Leben. Bei uns ist vieles anders als anderswo. Das heißt nicht, dass wir besser sind, aber wir wollen respektiert werden, so wie wir sind. Der Kalvarienberg über dem Dorf. Ein uralter Kultplatz. Hierher kommen vor allem die Ältesten gern, um zu beten. Um ertragreiche Ernten, um das Gedeihen des Dorfes. Darum, dass das Gute bleibt.